Fast Food, Pizza, Burger, London und Gordon Ramsay. All diese Sachen seht ihr in diesem Video hier. Vor einer Woche haben wir ein Restaurant von Gordon Ramsay getestet und heute haben wir einen Pizza- und einen Burger-Spot getestet, auch in London. Viel Spaß mit dem Video. Und danke für 1 Million Abos, da kommt noch was Besonderes auf euch zu. Guck mal, die Sonne scheint direkt. Wir sind da, Gordon Ramsay Street Pizza, wunderschöner Laden. Aber wie ist die Pizza? Weil was hat Gordon Ramsay mit Pizza zu tun? Nicht so super viel, deshalb erwarte ich bei der Pizza nicht so viel wie beim Burger. Aber ich habe natürlich trotzdem Riesenerwartungen, weil es ist Gordon Ramsay. Lass uns reingehen. Okay. Hi, I'm fine, how are you? We just would like to eat a pizza. Der Laden ist richtig geil. Bro, komplett gestylt. Uns wurde gerade das Konzept erklärt, bottomless. Ich dachte erstmal so, okay, ist das jetzt so eine besondere Pizza, die keinen Boden hat oder so? Dachte ich auch. Aber es heißt einfach all you can eat. Für 15 Pounds, und das ist nicht viel in London, kriegt man so viel Pizza, wie man will. Oh, und da kommt die erste. Yeah, we'll both have one slice. Thank you very much. All right. Junge, wir sitzen nicht mal 10 Minuten. Unnormal krank. Hey, das ist ja so geil, Alter. Warum ist das schon... Guck mal, wir sagen noch nichts über das Essen. Nein. Aber erstmal, wunderschöner Laden. Faire Preise für London, glaube ich. Es sieht hübsch aus. Und es ist wieder so ein neues Konzept, Digga. Kennst du das? Hast du jemals davon gehört, dass Leute so mit ganzen Pizzen rumlaufen und einfach so einen Slice geben, wenn du willst? Wir haben hier auf jeden Fall so eine Pepperoni, wir haben eine kleinere Wurst. Crispy, aber sehr fluffy. Er sucht die ganze Zeit Leute, denen er neue Pizza geben kann. Die Pizza verneigt sich leicht, so lieben wir es. Geil, aber Chili Oil. Chili Oil. Let's go. Weißt du noch nicht fertig genug? Genau, without asking, weißt du? Ja. Ohne wieder, zu fragen. Wieder, so wie auch beim letzten Restaurantbesuch von Gordon Ramsay, wurden wir auch nach Allergenen gefragt und so. Vielleicht ist das aber auch einfach üblich in UK, in London, wir wissen es nicht. Ne? Saftig, auf den ersten Biss, nicht so knusprig, aber ich muss erstmal ein bisschen weiter probieren. Auch hier der District ist krass, oder? So, wo wir hier sitzen, mitten auf der Street. Schau mal, siehst du das? So wilde Banker unterwegs und so. Und wir sitzen einfach hier. Jetzt in unsere Pizza. Ja. Ja, wirklich, wir hatten die erste Pizza und das Wasser nach einer Minute. Ja. Das war echt eine Minute. Ich glaube, wir müssen uns einfach mal gemeinsam hier im Laden ein bisschen umschauen. Ich bin sehr gespannt auf den Burgerladen, ob der auch so ein geiles Designkonzept hat. Safe. Weil das gefällt mir für das, was es ist, fast noch besser als Bar & Grill. Und das fand ich auch gut. Ne? Das war ja auch ein bisschen schick, dining-mäßig angehaucht. Aber hier ist einfach so, was sind das für Stühle? Bro, checkst du, dass jedes Restaurant, was Gordon Ramsay aufmacht, ein Risiko für ihn ist? Weil er derjenige ist, der rumgeht, Restaurants kritisiert, die Leute klein macht, wenn die verkacken. Das heißt, er muss krassen Standard bei sich bieten. Und das geht nicht in meinen Kopf. Der Pepperoni-Pizza, dem Slice von gerade, gebe ich 7,5 von 10. Was? Ja. Du bist ja Vegan Pizza. Yes. Without wishing best and finest. Okay, cool. Thank you so much. Alright, thank you. Thank you very much. Jetzt vegane Pizza. Vegane Pizza, was haben wir da drauf, weißt du es? Aubergine. Aubergine. Also Grill. No Cheese und ein Pesto. Ich bin sehr gespannt. Vegane Pizza. Oh, hör mal. Jetzt sind wir nämlich auch beim Crunch. Guck mal. Die ist wirklich anders. Die ist anders. Ja, ja. Siehst du? Die kommt auch ganz frisch raus. Die kam ganz, ganz frisch. Riecht super gut, super lecker nach Pinienkern. Probier jetzt mal. Ja. Habe ich schon mal vegane Pizza gegessen? Nein. Ja? Jetzt ist der Crunch da. Ja, okay. Dann lag die andere wahrscheinlich schon ein bisschen zu lange rum. Und du wolltest sagen, dass ich zu kritisch bin. Fehlt dir der Käse? Kennst du das, wenn Aubergine noch so viel Biss hat und das so gummiartig ist? Gar nicht, die Aubergine ist perfekt. Das ist für mich ein ganzer Punkt besser, 8,5 von 10. Guck mal, Leute, das ist meine Perspektive, auch einfach wunderschön. Nicht nur wegen Eric. Merkst du, Digga, die Textur ist eine andere, oder? Ganz anders, boah. Guck mal, nicht mal in dem Pesto ist Käse drin. Ich hasse uns dafür, dass wir hier jetzt so rushen müssen. Ich will hier bleiben. Ich fühle dich, aber wir müssen auch noch zum Burger-Spot, Digga. Und wir haben nicht mehr viel Zeit in London. No words needed. Ja, man sieht auf jeden Fall, das feiere ich immer, wenn vor den Augen der Gäste gekocht wird. Das ist so ein Selbstbewusstsein, was da mitschwingt. Ne? Und einfach so Transparenz, dass da kein Scheiß drin ist. Gefällt mir schon echt gut, Alter. Ich bin gespannt, was wir noch für Pizza kriegen. Und dann ist aber auch schon mal gut, weil wir müssen immer noch den Burger auf uns wirken lassen. Und da, bei Burger, wird es schwer, meine Erwartungen zu übertreffen. Oh. Chicken Chorizo, thank you very much. Das ist schon mal ganz, ganz wild. Ja. Das brauchen wir. Ja, das brauchen wir, das lieben wir. Spätestens jetzt sollte klar sein, das ist keine italienische Pizza. Nein. Also, das ist einfach ein
Ansatz, den ich auch mag bei Pizza, wo einfach das Beste aus beiden Welten genommen wird. So, ne? Also du hast so einen dünnen Boden, wie bei einer italienischen Pizza. Du hast aber so eine leicht fettige Kruste, die nicht so hoch geht und nicht nur fluffig ist wie bei einer Napolitan. Und wir haben halt Chicken und Chorizo drauf. Also in Italien geht das nicht. Ich probiere jetzt. Einer denkt nach. Weißt du, warum ich nachdenke? Nein. Weil ich es noch nie geschmeckt habe. Okay. Das Chicken ist gar nicht super stark gewürzt. Ne? Das ist so, weil das schmeckt so cremig. Ich weiß auch nicht, wie ich es anders sagen soll. Das schmeckt mir richtig gut. Das ist so richtig saftig, Digga. Das finde ich noch verrückter und ausgefallener als die gerade eben. Dann gehe ich noch mal einen halben Punkt hoch und das ist nur 9 von 10. Und ich schwöre, danach kommt auch nichts mehr. Mehr geht nicht. Eine 10 von 10 Pizza. Ja. Leute, 10 von 10 Pizza isst du in Neapel. Das ist Killer. Wir wurden eingeladen gerade. Hat sie nach Channel gefragt? Nein, oder so? Einfach so. Geil. Okay, wir müssen hier runter. 50 Meter. Ah, das klingt gut. Table for two, exactly. Also, wieder 15 Pfund. Guck mal, Menü auch gleich. Mit einem Softdrink sogar für 15 Pfund. Okay, lass schnell entscheiden, was nehmen wir für einen. Wir teilen uns einen. Oder nach der Pizza schaffen wir keinen zwei. Bay Burger hört sich geil an. Bro, OGR, Original Gordon Ramsay Burger. OGR Burger. Also, was soll man hier schon wieder sagen? Der Laden ist wieder hübsch, sehr, sehr hübsch. Das ist ein anderer Stil als gerade eben. Ja, ja. Mir persönlich gefällt der von gerade ein bisschen besser. Ja. Aber hier ist so dieses Street-mäßige. Wir haben Graffiti an den Wänden. Die Lampen sind einfach Wäschetrommel. Ist auch eine Wave. Hier oben hängen so LED-Stäbe. Also, es sieht wirklich aus wie so eine Schwarzlicht-Minigolfbahn. Ja. Mehr als ein Restaurant. Voll. Aber es ist geil, Digga, weil das kennt man so auch nicht. Alter. Hä? Warte mal, 26? 4 Minuten. 4 Minuten. Ich habe 4 Minuten auf diesen Burger gewartet. Sind wir hier beim Mc's oder sind wir in einem richtigen Burger-Restaurant? Wow, thank you. Bro. Okay, sie hat gerade unser Leben gerettet, weil wir waren so knapp davor, den Flug zu verpassen. Mach mal einen Mittelschnitt. Schauen wir mal rein, Leute. Leute, man sieht die Farben nicht so gut, weil es von oben so blau leuchtet, aber der ist perfekt Medium, ich kann das erkennen. Und er ist vor allem saftig. Das ist der berühmte Gordon Ramsay Burger aus diesem vielgeklickten Video am Pool, aus seiner Villa in L.A. Tomatenpesto, eine große Scheibe Fleischtomate. Ich sehe Gewürzgurken, ich sehe schön geschmolzenen Käse, eine Soße, eine, schätze mal, fruchtige Tomatensoße. Rein da. Ich bin gespannt, was du jetzt sagst. Frische von allen Zutaten drauf, vom Gemüse, super. Diese Tomatensoße, diese leichte, super. Das Brot schön weiß, nicht merklich knusprig. Und das Fleisch? Sag, was ich denke. Leider nicht außergewöhnlich. Also, ich will es gar nicht laut aussprechen. Aber das ist so ein bisschen wie das, was man manchmal, wenn man bei so Lieferdiensten so einen Burger bestellt, die eigentlich keine Burger auf dem Karte haben. Das ist so, also es ist jetzt wirklich nicht so, als sei es frisch gewolft, frisch gebraten, sondern vorbereitet und auf dem Grill. Ja, ganz eindeutig. Das ist kein freshly made Patty. Traurig. Fries? Kein frisch gemachtes Patty, das stimmt allerdings. Das enttäuscht ein bisschen. Und das wertet den ganzen Burger, der sonst wirklich ausgezeichnet ist, schon ab, auf jeden Fall. Fries? Wow, wow. Das sind Fries. Fries sind 10. Die sind wahrscheinlich 5-mal frittiert, so knusprig sind die. Wie beim Händler, die machen Spaß zu essen. Was auch interessant ist, ist, finde ich, dass sie so diesen McDonald's-Fastfood-Type-Beat gewählt haben, indem sie da die Tüte hingepackt haben. Was gibst du dem Burger? Also optisch ist er super. Die Zutaten abseits des Fleisches sind auch top. Bin mir sicher, dass auch das Fleisch sehr hochqualitativ ist, aber es ist irgendwie so, weißt du, vielleicht so gepresst oder sowas. Einfach nicht so saftig, nicht so fluffig, nicht so soft. Beefy Flavor? Auch nicht so, oder? Geht, Digga. Geht. Man schmeckt schon, dass gegrillt ist und so, aber Pommes 10, Burger 7. Probier. Was sagst du, Brudi? Ich bin traurig. Ja, ne? Wir wurden bisher wirklich nur, alle Erwartungen wurden übertroffen. Bei den Pommes jetzt auch wieder. Aber der Burger ist wirklich unter den Erwartungen verblieben, oder? Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder für Verabschiedung. Wir lassen das mal sacken. Bis gleich. Also Leute, wer hätte das gedacht? Hättet ihr gedacht, dass die Pizza, zumindest für mich, besser ist als der Burger? Ihr hättet es wirklich nicht gedacht. Und die Pommes, wirklich, die sind mir jetzt noch in Erinnerung. Es ist eine Woche später. Ich träume immer noch von diesen Pommes aus dem Burger-Restaurant. Aber das mit den Fertig-Patties hat einfach nicht überzeugt. Pizza-Spot war dafür wirklich super und insgesamt beides gute Läden. Also wenn man so beide Läden nimmt und in eine deutsche Großstadt packt, sind beide top, keine Frage. Aber man hat sehr hohe Erwartungen. Ich bin gespannt, was ihr sagen werdet. Könnt ihr meine Meinung teilen? Was würdet ihr lieber ausprobieren? Pizza oder Burger? Schreibt es in die Kommentare. Und das Allerwichtigste, danke für 1 Million Abos. Ciao.